Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Portal 2. Ja, der Jaden mal wieder lässt von sich was hören. Ja. Aber ich glaube, der Jaden-Jaw-Kanal wird lahmgelegt, weil ich bin jetzt halt bei Kanal mit tätig, Creeperhausen-Team. Laden wir hauptsächlich Minecraft hoch, aber auch noch andere Leute halt ihre LPs. Und ja, ich lade jetzt Portal 2 hoch. So, Musik muss hoch. Was bei Audio eigentlich? Ja, nur Untertitel. Gut. Untertitel sind an. Und ja, ich spiele das Spiel nicht blind. Wer Portal 1 nicht kennt, den erkläre ich jetzt erstmal, was es ist. Was jetzt hier vorgefallen ist. Wir, der Charakter Jill, sind ein Testsubjekt in der Einrichtung Aperture Science. Und wir sollen Tests durchführen. Jaden lernt Deutsch reden, danke. Wir sollen Deutsch vorführen. Tests vorführen, Deutsch vorführen. Ich und reden. Wird das heute noch was? Hoffe. Ja, und dann am und es wird uns Kuchen angeboten. Als Belohnung, wenn wir die Tests alle gemeistert haben. Zwischendurch finden wir aber immer so Verstecke. War das so? Ja, finden wir, wo zum Beispiel drauf steht auf der Wand, der Kuchen ist eine Lüge. Was soll das so bedeuten? Wir spielen einfach weiter. Wir sind die letzte Testkammer. Wir fahren mit einem Untersatzplatte. Dann und in eine Verbrennungsanlage. Wir können uns aber retten, weil wir ja noch die Portalkanone haben, die es hier auch gibt. Halt die Portalkanone von Portal. Wie gesagt, es gibt sie auch. Push in the face, like me. Ja, die Portalkanone. Dann bekämpfen wir natürlich den, der uns gesagt hat, den es Kuchen gibt. Das habe ich ja vergessen zu erwähnen. Wer ist das? Der Roboter heißt Gladys. Ist das hier? So. Und dann kommen wir halt in Freiheit, wenn wir Gladys, sie, besiegt haben. Und sie hat die komplette Einrichtung kontrolliert. Und das war dann halt das Ende von Portal 1. Und jetzt... Nein, falsch. Warte, Schnitt. So, ja, ich habe mich verklickt halt auf Fortsetzen, aber wir machen jetzt einfach hier weiter. Starten am Anfang. Teil 1 oder Kapitel 1. Das ist Gladys. Ich werde die Ladezeiten drin lassen, weil... Deshalb halt, weil das auch schöne Bilder sind. Komm, so schlimm ist das auch wieder nicht. Ja. Oh. Oh. Autsch. Die Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Und wie ist das? Wellness? Fitness? Bitte sagen. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Da. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Gut, damit ist die erste Übung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. Ja, ich lasse das Spiel auch sehr oft reden, weil das an der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Ist das toll. Ja, toll. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Klassische Musik. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Okay. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9, 9, 9, 9, 9.
Nun, wie möchten Sie darüber informieren? Hallo? Jemand da drin? Warum ist das an? Alle Tests, machst du heute noch irgendwann die Tür auf? Ist es Nacht geworden auf dem Bild, oder? Oder sieht das nur so aus? Kannst du die Tür aufmachen? Frage ich mich immer. Das wäre ziemlich dringend. Da bin ich mir nämlich nicht sicher. Mach schon die Tür auf! Das ist zu aggressiv. Hallo, mein Freund, mach doch mal die Tür auf. Das ist zu aggressiv? Vielleicht Englisch. Ja, Englisch. Hello, friend. Open the door. Where is the... Der klingt schwul Englisch. Schön. Nein, wirklich. Alles gut. Es flehen mich ja nur 10.000 andere Testsubjekte an, Ihnen bei der Flucht zu helfen. Ist ja nicht so, als würde uns die Anlage hier gleich um die Ohren fliegen. Ja, ich... Ah, du siehst furchtbar, furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ja, ruhig, ganz ruhig bleiben. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hol uns schon hier raus. Ich bewege mich. Du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Nö, ich renn hier durch. Alter, Mädel, was machst du da oben? Alles klar mit dir da unten? Hörst du mich? Hallo? Hin. Lass mich in Ruhe. Ich will aufsteigen. Lass mich, ich will aufsteigen. Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Ein leichter vorliegt. Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Alter. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Okay. Sprechen. Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Ja. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Tut mir leid. Apfel. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Nah genug dran. So. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen. Ja, toll. Wo hast du mich hier reingeritten? Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Ja, nee. Hab's mir jetzt auch aufgefallen. Wie geht's dir da unten? Ich will doch nicht mehr was anderes bleibt ja nicht übrig. Die Reserveenergie ist alle. Und darum deckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Junge. Sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Ja, bist du. Warum sollte man nicht auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Keine Ahnung. Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Nein, tust du nicht. Nein. Geh weg. Ich muss hier erstmal durchkommen. Lass mich in Ruhe. Okay, ich muss mich konzentrieren. Irgendwie leckt es auch. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Mannspirnen vorfindet. Opfer. Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Design Test Subjects. Ja. Abchecken. Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts okay. Von wegen tot und so. Ich sag, dass sie nicht tot waren und so, nein. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Warte mal. Mal die Musik ist gerade toll. Ich glaube, man hört die nämlich nicht richtig. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Nein, ist es, glaube ich, nicht. Also, mach dich bereit. Oder? Docking Station. Gute Nachricht. Das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Fast geschafft. Nochmal. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Hier waren wir. Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Aber, springen kannst du gut. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Springer. Ja, bin ich. Also, und? Was streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Okay. Wo soll ich hier lang? Das so ist es gut. Da gehe ich nicht lang. Nö.
Nein. Da will ich nicht hin. Viel Glück! Danke. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptische Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Ja, nee, das ist der Anfangsprotokoll von Protokoll 1. Müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir spiegelt auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. What the fuck? Da sind wir. Da. Da oben. Weil wir sind zugleich da und da. Und das Portal ist einfach, als ob da nicht kein Raum zwischen uns wäre, sondern einfach nur da. Dingens. Ja, da. Jaden, lass das mit der Erklärerei und spiel einfach. Okay, Würfel danke. Würfel und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Ja, nein, es besteht kein Grund zur Sorge. Sie haben einen Emanzipationsgrill durchlaufen, durch den das meiste Material vaporisiert wird. Ja, nee, ist gut. Das Spiel kenne ich, also so schwer ist es nicht und so lange wird wahrscheinlich nicht dauern. Aber ja, wird schon ein bisschen spaßig, hoffe ich, werden für euch. Weil so gut im Let's Play bin ich halt nicht, aber... Wayne Tran. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals in abbrennt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Ja, nee, ganz beruhigt bin ich. Da kann ich da überhaupt noch hören, wenn die Gehörgänge entfernt sind? Schlaumeier. Na, ich muss zuerst. Also, zur Erklärung. Das ist ein Schalter. Wenn ich den drücke, aktiviert sich das. Da aktiviert sich dort ein Portal. Dort ist ein Portal Ein-Ausgang. Das ist wie bei Minecraft irgendwie. Die Redstone-Spuren halt. Hier. Und wenn ich hier drauf drücke, ist dort ein Portal aufgegangen. Also auch Ausgang und Eingang. Also man kann von beiden Seiten rein. Später kann man das sich noch selber machen. Ja, nee, den lasse ich mal hier. Gehe ich hier hin, öffne das Tor, weil dort jetzt der Schalter ist, wo man die Cube hier drauflegen muss. Dann aktiviert sich dort hinten die Tür. Muss ich nur noch auf den hier gehen und ja, durch bin ich mit dem Raum. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Ja, nee. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Danke. Also, nett. Gut. Hey, Maus, geh weg. Geh weg, Maus. Maus, geh weg. Du bist böse, Maus. Maus. So, jetzt ist ich weg. So, lad. Schneller. Schneller. Laden. Für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird... Ja. Ein Turret. Ist das der Bundestag? Keine Ahnung. Who cares? Politiker sind die Politiker. Arschkriegen, dass man überlebt. Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Ich hab Angst. Das sieht nicht nett aus. Ich sehe sie aber nicht. Vielleicht ist sie runtergefallen. Willst du mal schnell nachsehen? Oh! What the fuck? Hallo? Hallo? Siehst du die Portalkanone? Da oben. Lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Gut. Also los dann. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich, wenn du nicht tot bist. Ja, und wie ich halt sagte, hier sind wir. Und irgendjemand hat halt irgendwie... alles auch aufgemalt. Solche Sachen werden hier noch...